Gute Morgen allerseits. Wir sind Tommy Vercetti in Golferklamotten und stehen hier in dem morgendlichen Vice City. Es ist 6.35 Uhr. Wir stehen hier vor einem Apartmenthaus. Und da dachte ich doch, könnte ich mal doch zeigen, was es hier Tolles zu sehen gibt. Und zwar hier ist eine ganz schwarze Tür, die sich deutlich abhebt von der Tür des gegenüberliegenden Apartments. Und das ist Apartment 3C. Was sehen wir hier? Ein Bett, Schränke, ein Koffer mit Papieren drin oder was das sein soll. Und was sehen wir hier? Ein blutbespritztes Bad. Und wie man eben sehen konnte, wir haben eine Kettensäge aufgesammelt. Ja. Lassen wir das doch mal wirken. Wer da wohl gestorben ist? Ich weiß es nicht. Aber, man kann aus dem Fenster gucken und die Straße hört nach einigen Metern einfach auf. Ja. Lustige Programmfehler. Beziehungsweise, die haben einfach die Textur nicht weiter gebaut. Haben wohl gedacht, diejenigen, die hier reinfinden, die gucken eh nicht zur Seite. Naja, egal. Ja, dieses Bad hier. Oh, da ist ja noch eine Figur. Was labern die da draußen dann dauernd? Ich antworte euch doch eh nicht. Haltet doch die Klappe. Ja. Klar doch. Ja, das Bad hier ist eindeutig in Anlehnung an den Film Scarface. Ja, überhaupt enthält Vice City hier etliche Elemente von Scarface. Also, das ist eine von diesen... Da, könnt ihr nicht mal die Klappe halten? Da draußen? Eine von den Rettungsschwimmerhütten. Ich knall euch gleich eine. Ja, Scarface lässt schön grüßen und jetzt, ach, da steht ja... Jetzt muss ich doch nochmal gucken. Tatsächlich, da ist eine Tür, die offen steht. Ja, aber von draußen kann man nicht reingucken. Da sieht man keine Tür, nur eine schwarze Textur. Naja, egal. Machen wir mal weiter. Und zwar nehmen wir uns erstmal diesen Hermes, den wir uns da eben bereitgestellt haben. Das habt ihr natürlich nicht gesehen. Das habe ich offscreen gemacht. Und wir haben zwar in der letzten, im letzten Part erst eine Mission für den Colonel gemacht. Aber ich denke mir, fahren wir einfach gleich nochmal hin. Denn irgendwie muss ich die Story ja auch mal vorantreiben hier. Und das geht nicht, wenn ich dauernd nur irgendwelche Nebensächlichkeiten mache. Tommy, come and join me. This looks delicious, eh? Clap your snout. Oh, no thanks. Tommy, you are like a pompous breeze that has freed me from the stench of corruption. Although I must appear to mourn his passing and carry on with business as usual. This isn't getting me any closer to my money. Tommy, my friend, you are not in liberty now. Here, we do things differently. I will continue with my inquiries, but in the meantime, I have a valuable deal to close. A favor for a friend, Cortez? You're a good friend, Tommy. I knew you would not let me down. I need you to meet a courier who has obtained some valuable technology for me.
Triff dich mit dem Kurier im Einkaufszentrum. Ja, gut, dann machen wir das mal. Nehmen wir den Hermes und fahren zum Einkaufszentrum. Und hat er eigentlich schon gesagt, mit wem wir uns da treffen? Wenn du Waffen brauchst. Ja, ich wollte. Habe ich denn eigentlich an Waffen? Muss mal kurz gucken. Oh ja. Schön Kettensäge, ja. Dann wollen wir doch gleich mal ein Chainsaw Massacre anstellen hier. Und ich bin auch gleich schon da. Okay. Da ist das Einkaufszentrum. Und wo ist der? Ach. Okay. Steigen wir mal aus. Naja, gut, machen wir das so. So läuft er schneller. Und da hoch. Oh ja, da ist er schon. The rain. She's very wet this time of the year. What? Ah, come on. Look, Cortez sent me. Just give me the damn chips. Oh, d'accord. Please, imperialist American pig. That is propriété de the gouvernement français. Hand it over. You American idiot. They followed you here. Shoot the bullet. Nein. Ihr lasst mich mal schön in Ruhe. So, wo will der Kurier hin? Der will abhauen. Ja, American Idiot. Die Franz hacken. Ey, wenn ich den jetzt hier ramme, dann... Das könnte ja genauso schnell gehen wie... Nein, 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 nein. Nicht ins Wasser fahren. Ja. Das kann passieren, wenn man denkt, man kriegt das schnell gemacht. So, und jetzt den voll hinten rein. Los, fall vom Bike. So, jawohl. Wumm. Der Kurier ist hinüber. So. Bring die Lenkwaffen selbst zum Kernel. Okay, mit diesen lächerlichen zwei Sternchen dürfte das doch kein Problem sein. Schön den Bullen ausweichen und... Ja, die kommen einem nicht hinterher. Okay, wenn ich nicht so oft Laternen ramme oder so irgendwelche Späße. So. Noch hier abbiegen. Ja, das Auto. Am besten schrotten wir das Auto noch, bevor wir ankommen. Ja, ihr Bullen. Ihr schrottet euch selbst. Finde ich gut. Solange ihr mich nicht schrottet, fahren wir einfach mal hier durch. Vielleicht. Ach, die Bullen fahren einfach querfeld ein. Kein Sinn für... Ah, wir sind schon da. Wie? Ich muss aussteigen. Na, guckt ihr blöd. Hey. So, aber mein Auto ist weg. Wenn ich mir den jetzt nehme, dann sind gleich die Bullen wieder hinter mir her. Wohl doch nicht. Okay. So. Und doch gerade so schön dabei sind. Telefon. Get to the payphone in Vice Point. Das war Mr. Black. Ja. Den könnte ich ja auch fahren. Nein. Ich gucke jetzt mal hier zum Colonel. Die Schutzengel.
Tomas, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. I've dropped some protection at the multi-story car park. Pick it up, then go and watch over Diaz's man at the drop-off. Gracias, amigo. Diaz, huh? Apparently that angry midget runs this madhouse. Let's see what that creep has to do with things. Ja, wenn du meinst. Ja, wir lernen jetzt diesen kleinen, hutzeligen Fettsack Diaz näher kennen. Und wo muss ich eigentlich hin? Ist gar nicht aufgepasst. Na. Ja, schrotten wir den Cheetah. So, irgendwo. Was mit einem Parkhaus, glaube ich. Okay, das ist. Ja, das ist da oben. So. Ja. Ja, fahr doch. So, und wir gerade ein. Da dürfen wir doch auch Lance wiedersehen. Und zwar jetzt. Ja, da ist er. Mit seinem dreckig weißen Infernus. Look, you want to do something other than just shadowing me everywhere? Why don't you come along and show me if you're any use? I might just do that. The name's Lance, by the way. Tommy Vercetti. Let's go. Tommy Vercetti und Lance. So, Lance, steig ein, sonst lässt dich stehen. Okay. Ja. Die Ruger ist ein Sturmgewehr. Und den Rest konnte ich jetzt nicht mehr lesen. Egal. So. Nein. Nicht egal. Oder doch egal. Ich fahre jetzt da nicht direkt hin. Ich habe noch eine andere Idee. Und zwar, wenn ich nicht dreimal dran vorbeifahre. Wo ist das jetzt eigentlich? Ich suche mein Hotel. Da ist es nicht. Ah, da ist es. Ja. Schauen wir doch mal kurz in das Hotelzimmer rein. Denn ich habe ja da 20 Päckchen eingesammelt, habe aber ja noch gar nicht gezeigt, wo denn diese Pickups jetzt sind. Und zwar sind sie hier im Gang vor unserem Zimmer. Weil Lance ist gar nicht mit reingekommen. Okay, macht nichts. Hat hier eh nichts zu suchen. Ja, das sammeln wir doch gleich mal ein. Die Schutzweste. Mal wieder auf 100% auffüllen. Und ja, diese dämlichen Golferklamotten tauschen wir doch einfach mal. Wenn du neue Kleider aufnimmst, wird ein Fahndungslevel von 1 bis 2 Sternen annulliert. Ja. So, okay, das ist doch Tommy Vercetti schon wieder viel natürlicher als mit diesen Golferklamotten. So, dann machen wir uns wieder auf den Weg. Lance wird wahrscheinlich da unten irgendwo vor der Tür rumstehen und darauf warten, dass ich wiederkomme. Ja, da ist er. Schauen wir uns den doch mal etwas genauer an. Ja. Lance. Halt. Okay, dann zurück in den Infernus. So. Und wir müssen nach Norden. Irgendwo dahin. Diese Hintergassen, Hinterhof-Gegend da. Ja, wir sind schon fast da. Noch einmal links abbiegen und. Ja, komm. Steigen wir lieber mal aus, bevor diese Karre hier wieder anfängt zu brennen.
und treffen uns mit Diaz. Los. Vance, wo bleibst du? Da ist er. Be Cortez's new gun. Until more gainful opportunities arise. They'll be here any minute. We both better get a good vantage point. Okay, I'll take the balcony. You get the roof across the yard. Ja. Ab nach oben. So, nein. Was haben wir denn hier überhaupt? Ich gehe mal hier wieder runter. Das ist doch blöd, da oben rum zu ballern. Das war eigentlich nicht Sinn der Sache, aber die Leute, die da jetzt gleich kommen, lassen sich von hier unten viel besser abballern. Oder ich könnte noch besser, ich könnte ja hier die Kettensäge für benutzen. So. So. Nee, das geht ja. Na? So. Stirb. Oh, die sind ja alle schon abgeschossen. Hoffentlich geht mir Diaz nicht drauf. Okay, dann müssen wir die auch noch abmetzeln. So. Hinten, okay. So. Ihr seid dran. So schön mit der Kettensäge metzeln. Was sind immer noch? Kommt immer wieder welche. Immer wieder neue dazu. So schön. Schön Pistole aussammeln. Was? Wie? Wo? Hallo? Okay. Ja. Das muss ich. Jetzt klauen die Penner ja auch noch das Geld und ich muss das wieder zurückholen. Nee. Munition. So, ich nehme aber dieses Auto und nicht das Motorrad. Da fliege ich nur wieder runter. Jetzt sind zwar keine Laternen, aber viel zu viele Wände im Weg. So. Schon bald. Nein, 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 nein. Bitte nicht umfallen. So, und jetzt gib Gummi. Vorne ist er schon. Muss ich nur noch erwischen. Am besten die Schubstaktik und dann. Der fällt ja wieder zurück. Am besten die Schubstaktik anwenden und ihn dann anschließend überfahren. So. Ohne viel Aufsehens. Und bring den Aktenkoffer zu Diaz zurück. Ja, da muss ich jetzt ja einfach nur da hochfahren. Das klappt ja hier alles wie am Schnürchen. Und das DVD-Ladeproblem scheint auch beseitigt. Zumindest habe ich bisher keine Probleme mehr damit gehabt. In diesem Part. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt. So, was? Wo ist Diaz? Der hockt schon im Auto. Der lässt sich gut gehen, ne? Fauler Sack. Take heads, and it's all down to you. What is your name? Tommy. I see you soon, amigo, I think. Shit, where's that guy Lance? Ja, $1000 und Lance hat sich auch wieder verdrückt. So, was haben wir denn da? Einen von mir arg zerbeulten Voodoo, den lassen wir stehen.
Nehmen wir doch diesen Hermes. Der sieht eh noch mal viel besser aus. Der kubanische Hermes. Ja. So, wenn mich alles täuscht, dürften wir jetzt auch schon auf die Mittelinsel rüber dürfen. Weil... Oh, nein. Eigentlich, ich weiß es nicht. Fahren wir mal gucken. Ja, das ist nämlich diese Insel. Das ist... Da steht Starfish Island, aber wir dürfen doch noch nicht. Tommy, it's Ricardo Diaz. I want to thank you for looking out for me, my man. I heard that prick Cortez, he said you're the real deal, my friend. Will you not come see me? I need a guy like you. All I have now is dickheads. Dickheads everywhere, yo. I make you real rich. Ah, jetzt ist offen. Ja, hat nur noch der Anruf von Diaz gefehlt. Für den dürfen wir nämlich ab jetzt auch Missionen machen. Und der wohnt nämlich hier auf Starfish Island. Hier in dieser Villa hier. Aber für den machen wir jetzt erstmal noch nichts. Im nächsten Part kommt erstmal eine Nebenmission. Muss ich mal gucken, ob ich was für Mr. Black mache oder für den Cowboy mit Hut auf seiner Baustelle. Oder vielleicht ganz was anderes. Päckchen sammeln muss ich ja auch noch 80 Stück. Und ja, dann gibt es ja noch andere Kleinigkeiten, die man machen kann. Also, wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und ciao.